Moin, moin, meine lieben Freunde, und willkommen zu diesem neuen Spiel. Moonlighter ist heute für die Switch erschienen und ich dachte, wir checken das mal ab und spielen's. Ist so eine Art Rollenspiel mit Shop-Elementen, wo man auch Sachen verkaufen muss. Also eigentlich so ein RPG mit Harvest Moon und sowas gemischt. Wir schauen uns das Ganze mal an. Press any button to continue. Okay, ich meine, das Spiel ist auch auf Deutsch. Guck mal rein. Ja, guck mal da. So, wir machen ein neues Spiel. Wir legen direkt los. Normal, schwer empfohlen, sehr schwer. Also, wir spielen dann schwer, wenn es empfohlen ist. Passiert nichts. Unter den Sternen der Nacht gibt es ein Land, was so alt ist wie die Vorstellungskraft. In einer Nacht tauchten in diesem Land Labyrinthe voller außergewöhnlicher Schätze und tödlicher Kreaturen auf. Sie nannten sie die Dungeons, seltsame, sich ständig verändernde Ruinen unbekannter Länder. Bald wurde in der Nähe der Dungeons ein Dorf der ein wenig Neugierigen gegründet, dies nannten sie Rynokor. Unter den Siedlern strahlten zwei Gruppen am hellsten, Helden und Kaufleute, Ruhm und Reichtum. Aber die Dungeons erwiesen sich als zu gefährlich. Das Leben wurde hart für die Stadt, vor allem für den jungen Besitzer des ältesten Ladens, Will of Moonlighter, der lange davon träumte, die geheimnisvolle fünfte Tür des Dungeons zu öffnen. Okay. Laden. Heißt das, er lädt gerade das Spiel oder zeigt uns gleich den Laden von dem Besitzer? Okay, es geht direkt los. Bin ich? Gut, also. Oben sieht man die Steuerung, unten, oben, links, rechts. Kann man das machen? Okay. Irgendwas kaputt laufen hier? Das auch? Kaputt treten? Okay, wir folgen jetzt mal den. Ich glaube, ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. Warte mal. Ich glaube, so ist es besser, oder? Wenn das nicht ganz so laut ist im Hintergrund. Das testen wir mal ab. Müsst ihr mir Bescheid sagen, ob das so für euch okay ist oder nicht. Was wird das? L, B, A. Okay, wir gehen mal hier durch. Ist eine Art Tutorial. Das spielen wir natürlich. Okay, ZL ist. Oh, eine Rolle. Okay, die kann lebenswichtig sein wahrscheinlich. Yes. Bam. Bam. Okay, weiter geht's. ZL kann ich über Löcher springen, okay. Na, das hatte ich mir schon gedacht. Okay, das ist nicht so schwierig. Kann ich auch über Gegner springen? Na gut. Ah, ne, vorbeispringen. Okay. ZL kann alles einfach. Okay. Und A kann hauen. Was immer das ist, was wir einsammeln. Oder? Yes! Geht alle ein von mir. Oder kann ich jetzt einsammeln? Und ZR ist. Weiß gar nicht, was ZR ist. Sag mir, was hau ich mit dem Besen, sag mal? Ein Besen, ne? Ah, da kann ich die Waffen wechseln. Okay, wir haben nur den Besen. Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Ich weiß nicht, was ZR ist. Da steht irgendwas mit dem Herz oder. Keine Ahnung. Achso, dann macht er irgendwas da oben, aber ich kann gerade nicht sehen, wofür das ist. Was ist das hier? B ist. Ah, okay. Gut. Ah, kann man ein bisschen mehr treffen, aber hat mich auch getroffen. Oh ne, warte, was war das?
Nein. Jetzt aber. Yes. Oder hier Schlösser aufgesprungen. Ach, dann kann man erst. Okay. Halten, stapeln, schnell bewegen. Okay. Uraltes Gefäß. Ja, alles auf einmal nehmen. Was ist mal mit hier? So viel können wir anscheinend auch nicht tragen. Hätten wir auch stapeln können, oder? Ja, gut. Ach, können wir auch gleich alle auf einmal nehmen, okay. Gut. Ah, okay, jetzt weiß ich. Das ZR ist wahrscheinlich, um mir wieder Leben zu geben. Da umhauen. Okay. So, warten, wir können ja vielleicht auch alles mitnehmen. Genau, nehmen wir alles rüber. Perfekt. Super. Okay, der nächste. Oh. Was hier? Eieiei. Eieiei. Ich will dir nur noch Energie hier. Alter, war das gerade dein Ernst? Ich habe überhaupt keine Chance gehabt. Vielleicht sollte das auch so sein. Könnte ich mal fast behaupten. Wir hatten ja auch ein bisschen zu viel Energie, ne? Wie du aussiehst. Und ganz alleine. Ruhe dich ein Weilchen aus, Will. Mir bist du sicher. Okay. Wer immer das war, jedenfalls hilft er mir. Scheint nicht alle zu böse hier zu sein. Was schon mal gut ist für uns. Laden. Ach, guck mal. Selbst als Kind hast du dich bereits für Dungeons interessiert. Oh, guck mal die ganzen Aufzeichnungen an. Kein Zweifel, du bist genauso davon besessen wie, wie der alte Pete. Morgen, Jungchen. Hat sich unser kleiner Händler etwas übernommen? Will, hör mir zu. Ich will ehrlich mit dir sein. Du bist der Letzte deiner Familie. Niemand außer dir kann sich um den Moonlighter kümmern. Du kannst nicht so weitermachen und alles aufs Spiel setzen. Dein Leben für diesen Unsinn vom fünften Tor zu riskieren, ist dumm. Lass es einfach auf sich beruhen. Sammle einfach ein paar Artefakte und verschwinde dann. Mit deinen Anhänger aus dem Dungeon und verflixt nochmal, hör auf, deinen Besen als Waffe zu benutzen. Da draußen ist es gefährlich. Du ganz allein, nimm das hier. Das habe ich damals benutzt. Jetzt brauchst du es mehr als ich. Ah, guck mal, ein Schwert und ein Schild. Na gut, dann hoch mit dir. Du lässt den Tag verstreichen. Kümmere dich um deinen Laden. Sehen wir nochmal, ob wir dir ein paar meiner Tricks in den Schädel hämmern können. Die habe ich von deinem Großvater. Das ist schon so viele Jahre her. Mal zeigen, was abgeht hier. So. Also, mal gucken. Ah, guck mal, das war viel besser. Können wir wahrscheinlich besser mit hauen jetzt auch, ne? Hier können wir wahrscheinlich nicht schlagen. Okay, was ist hier? Gucken hier. Ist da? Um deine Sachen erfolgreich zu verkaufen, bedarf es zweier Dinge. Kenne den Wert und die Nachfrage eines Gegenstands. Komm schon, öffne den Laden und lass die Kunden herein. Machen wir. Alten Laden öffnen. Oh, guck mal. Na, was macht sie? Ah, sie will's kaufen. Gut. Gib mir Kohle. Hast du das gesehen? Der optimale Gesichtsausdruck. Der Gegenstand war weder zu teuer noch zu billig. Achte auf die Gesichter deiner Kunden.
So hat dein Großvater immer herausbekommen, ob die Preise stimmten. Okay, gucken, was er sagt. Die Animationen sind ziemlich cool von den Pixelfiguren, muss ich sagen. Na? Oh, ist traurig. Muss ich dir wirklich sagen, dass der Gegenstand zu teuer war? Das war eine wertvolle Lektion, Jungchen. Denk daran, verkaufe beliebte Gegenstände nicht zu oft. Wenn du den Markt überschwemmst, musst du deine Preise senken. Verkaufe teuer, wenn die Nachfrage oben ist und immer in Maßen. Sieh in dein Händlernotizbuch, es enthält alle Informationen über Waren und Artefakte, die du entdeckt hast. Okay, guck mal nach X nochmal. Inventar. Notizbuch da. Warte mal. Die Sonne geht unter, es wird Zeit. Ich gehe besser. Du, den Rest schaffst du schließlich alleine. Es liegt an dir, diesen Laden zu alter Größe zurückzuführen. Glaub mir, du hast es im Blut, Will. Mach deinen Großvater stolz. Probier doch in der Zwischenzeit dein neues Schwert aus. Nachts sind Dungeons gefährlich, aber es locken wertvolle Artefakte. Wag dich nur nicht zu weit vor und nutze den Anhänger. Und für den Anhänger. Speichert. Gut. Geh jetzt, meine alten Knochen müssen ruhen. Okay. Wo sind denn die Dungeons? Ich muss einmal kurz in dieses Buch reingucken. Ach, guck mal, da kann ich reingucken. Okay. Das sind meine Sachen, die ich alle habe. Ah, guck mal, Händler, Golem, Wald, Wüste, Pech. Okay. Was ist da oben? Das ist mein Inventar, meine Rüstung. Da so drin. Okay, da kann ich meine. Kann ich ja meine Stärken sehen. Mit Leichen irgendwie? Okay. Kann ich anscheinend nicht. Wunschliste. Kalender. Okay. Wir gehen mal raus. Wo geht's hin zum Dungeon? Was steht hier denn drauf? Dungeons. Okay. Ist ja nicht zu schwer zu verstehen. Gehen wir mal in die Richtung. Dungeon-Eingänge. Golem-Dungeon. Für Helden und Händler erlaubte Dungeon. Ach, hier kann ich die... Ah, okay. Was ist ein Dungeon? Der Wüsten-Dungeon, nur für Helden. Wo bin ich denn? Welchen Dungeon? Kein Zugang. Okay, da können wir noch nicht rein. Für Helden erlaubte Dungeon, nicht für Händler empfohlen. Empfohlen heißt ja nicht, dass ich das nicht machen kann, ne? Geh mal hier rein. Betreten. Schwupp. Bin gespannt. Hab mich ein bisschen auf dieses Spiel gefreut. Irgendwie so ein ruhigeres mal so, aber. Also, hörst du nochmal kurz meine Steuerung hier? Die Rolle ist hier. Ein Schild. Und hauen. Achso, ich kann es nicht. Ich kann das Schild nicht mit einem anderen Knopf nutzen. Nee. Okay, entweder blocken oder schlagen. Testen wir mal. Hier schlagen? Nee. Oh. Okay, was müssen wir schaffen? Okay. Okay, jetzt kann ich mit rechts hier, kann ich mir wahrscheinlich Energie sammeln. Ja, okay. Das einsame Flashchen gibt immer ein bisschen Energie, das tut gut. Oh, Mist. Ah. Oh, fehlt am Dachs. Okay. Ich muss was trinken hier. Okay, haut also recht viel Energie wieder hoch. Gucken, ob wir noch mehr finden. Ah! Und mein Schild war hier, ne? Ah, Mann, der haut immer so der haut immer recht schnell wieder. Er haut zweimal, ne? Müssen wir merken.
Das ist eingenommen. Oh, es gibt zwei Gänge. Was ist hier hinten denn? An der Wand. Nicht okay. Oh, da wollte ich jetzt nicht runterhüpfen. Okay, hier sieht es aus wie so ein kleiner. Eine Leiche. Einsammeln. Ja. An jemanden, der hoffentlich mehr Glück hat als ich. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Seltsame Wesen auf der anderen Seite des Raumes hat mich erwischt. Im Tumult ist ein Anhänger zerbrochen. Aber ich würde sagen, ich habe ihn ganz schön zugesetzt. Er hat bemerkt, dass ich ihn in der Nähe der Kammer des Wächters beobachtet habe. Auf der Flucht hat er einige Gegenstände verloren. Einer davon, eine Karte, ein Diagramm. Was auch immer es ist, ich hatte recht. Sie hielten mich für verrückt. Meinten, ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber ich hatte die ganze Zeit recht. Jeder Wächter in jedem Dungeon muss eine Art Schlüssel besitzen. Die alle sind mit Schlössern in einem großen Tor außerhalb verbunden. Das fünfte Tor von Rynokar. Leider werde ich nicht da sein, wenn es sich öffnet. Wer auch immer mich findet, möge mir den Gestank verzeihen. Aber das Diagramm muss hier irgendwo sein. Bitte öffne das fünfte Tor von Rynokar. Diese Dungeons sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Irgendwo? Boss wird mich tot machen. Sollte alle rauslassen. Jetzt muss ich komische Kreatur jagen, die mein Zeugnis gemobst hat. Oh oh, Boss wird richtig böse sein. Das ist die Karte? Ja, das zeigt mir jetzt auch nicht so viel, ne? Boss, 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 Boss. Oh, wir haben ein paar Sachen bekommen. Ach so, so benutze ich den Anhänger. Gut zu wissen. Hätte man vorher wissen wollen, wäre ich natürlich weitergegangen. Aber jetzt wissen wir, dass wir auf jeden Fall diesen Anhänger zum Zurück-Beamen haben. Macht ja auch Sinn. Guck mal, verschwindet sofort. Oh, da kommt ein Opa. Ah, junge Eigentümer des Moonlight, der ist zurückgekehrt. Sieht aus, als kämst du in einem Stück zurück. Sag bloß, du hast gelernt, den Anhänger richtig einzusetzen. Das wurde auch Zeit, Junge. Was hast du denn da? Ist das eine Karte der Dungeons? Wo hast du die her? Du hast den alten Pete gefunden? Tot also. Siehst du, das ist das Schicksal, das dich erwartet. Wenn du dem nachjagst, was du hinter dem Tor liegt, lass einfach die Finger davon, Will. Nimm einfach die Artefakte aus dem Golem-Dungeon. Kümmere dich nicht um den Moonlighter, anderes Zeug. Mir sind einige Aushänge am schwarzen Brett aufgefallen. Könnte dich interessieren, einige Händler wollen wohl ihre Läden? Rynokar wieder öffnen, wieder etwas Leben in die Stadt bringen. Offenbar brauchen sie aber zunächst etwas Stadtkapital. Vielleicht kannst du ihnen ja aushelfen. Wäre schön, die Stadt wieder zu lebendig, wie früher zu sehen. Gut. Guck mal, wo das schwarze Brett ist, ne? Adon. Ein paar Leute, die unterwegs sind. Wir gucken mal. Hui. Ich wollte immer ein Händler werden, aber ich fand nie einen Anhänger. Die meisten heutigen Anhänger wurden während der ersten Dungeon-Öffnung gefunden. Aber damals ist es fast unmöglich, neue zu finden. Stimmt. So. Investitionen statt Shop. Im Shop. Alter, ich habe doch nur 100. Wie soll ich denn sowas kaufen? Das ist die Stadt, okay. Er kann ich nicht machen hier? Dafür reicht mir, es reicht nichts für mein Geld hier. Schade eigentlich. Okay. Masa, mein Sohn, wenn ich dich finde. Oh, Will, hast du zufällig Masa irgendwo gesehen? Nein, natürlich. Rynokar, was für eine Stadt? Rynokar, was für eine Stadt? Okay, sie haben nicht so viel zu sagen. Oh Mann, Rynokar hat schon bessere Tage gesehen, als dein Großvater Moonlight eröffnete, kamen die Leute aus der ganzen Land. Das war immer ein richtiges Gedränge, aber heute... Ja, so ist das.
So, gehen wir in unseren Laden rein hier. Das wird der hier sein. So, können wir ein paar Sachen hier verkaufen können. Also, können wir das hier auch. Was haben wir denn da so? Und können wir hier den Preis nicht runtersetzen? Wir setzen mal runter auf 130. 140. 130, so. Und dann machen wir hier noch was hin. Das ist ja Golem-Kern. Danke. Kristalline Energie. Okay, nehmen wir nicht. Noch hier so. Danke. Bleifstein. Weißstein. Was ist denn so ein Ding? Ich weiß es nicht, was man dafür bekommt. Der Wert ist. Mal vielleicht mal in seinen. In den schlauen Dings nachgucken. Notizbuch. Vielleicht drin, was die bekommen können dafür? Golem. Hartstahl, Stoff. Real. Was ist denn das? Ach, das sind die Marken, wie viel man verdient hätte, bis wann oder wie? Ach, das ist das, was sie wert sind. 2, 2, 2, 2. Golem. Okay. Also, pass mal auf. Hartstahl. Mal reinsetzen für 250. Machen wir mal. Nein, ich wollte doch was platzieren. Wir platzieren auch nochmal. Hier. Yeah. Ein Stein. Und was? Für zwei. Nicht viel, wir wollen auch nur mal schnell gucken, ob es überhaupt klappt. Nach raus. Lesen. Okay, das ist die Karte, die wir haben. Okay. Hier drin. Können wir Sachen ablegen? Das machen wir doch mal. So, mal rüber. Aber. Ah, aber das nehmen wir wieder mit. So. War das hier? Reichhaltiges Gelee. Gut. Dann können wir nochmal Laden öffnen. Na komm, Leute, okay. Was ist da passiert? Zwei kauft sie es natürlich. Ah, Hartstahl wird auch verkauft für 250. Also können wir ein bisschen Gewinn gerade machen. Das verkaufen wir auch ganz gut, glaube ich. Können wir mehr platzieren? Müssen wir gleich nochmal holen. Und den Rest nochmal verkaufen hier. Oh, ist zu teuer immer noch. Okay, das können wir ändern. Pass mal auf. Nein, nein, das soll drin bleiben. Nein, im Preis. Zu teuer? Dann machen wir daraus 70. Wir gehen mal kurz hier hoch und holen den Rest nochmal hier rüber. Ah, wir 70 kaufen, die ist okay. Perfekt. Schön verticken den ganzen Scheiß. Yes. Perfekt. So, hier platzieren wir ein paar Sachen und zwar eine Goldrune. Hier, die vielleicht. Mal rein. Für. So, ich muss erst gucken, was ich dafür haben könnte. Reichhaltiges Gelee 5. Okay, Verkäufe und Reaktionen. Bei 100, bei 70 fand ich es super, bei 100 fand ich es auch okay. Aber wenn man dann zu viel hat, dann klappt es halt nicht. Eisenbahnen. Muss ich natürlich hinarbeiten so ein bisschen, ne? So, wir machen das mal nach Gefühl.
Die Ranke verkaufen wir auch mal. Will das ja auch jemand kaufen. Warte mal, ein paar mehr Ranken haben. Ich weiß nicht, was man von dem kann. Oh, das ist. Ach, das ist nachher immer gleich die Stückzahl, ne? Das ist natürlich dumm, dann machen wir es anders. Wollte ich hier drüben ja auch machen. Nur 10. Verdammt. Hier, den Ranken. Ich kaufe da noch jemand die Ranken. Die verkaufen wir auch für den das Stück. Die kann man dafür nicht verlangen, ne? Eisenbahn, aber Eisenbahn kriegen wir bestimmt mehr für. Würde ich sagen. So. Kaufen wir für. Das Stück. Bin mal gespannt, was passiert. Keine Ahnung. Okay, das ist zu teuer. Nehmen wir das schon mal. Was kauft er? Ist auch zu teuer? Das da wird die richtig wütend. Okay. Jetzt auf, ich ändere die Preise kurz. Also, das ist natürlich zu viel Geld. Dann nehmen wir hier rauf. Machen daraus. Drei. Und hier machen wir raus. Und hier machen wir nochmal. Und so. Mal gekauft. Auch gekauft. Okay, das war ein richtig guter Preis anscheinend. Kann man nochmal höher ansetzen irgendwann. Niedrig, okay. Was haben wir noch hier so? Mal rein. Okay, ihr kennt den Preis ja schon auswendig. Fünf. Ich darf den Markt nicht überschwemmen, hat er gesagt. Das heißt, wenn wir jetzt hier 100 nehmen, machen wir jetzt daraus mal 90. Obwohl, hier können auch bei 100 bleiben, ne? Kann man verkaufen hier? So, perfekt. Was auch noch weggeht hier? Die warme Semmeln. Das macht Spaß zu verkaufen irgendwie. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber irgendwie ist es cool. Yes! Scheint jetzt nicht so viel da zu sein, was die Leute haben wollen, anscheinend. Guckt. Auch weg, auch weg. So, wir werden alles los. Das ist schon mal gut. Perfekt, kriegen wir den Rest. Oh. Achso, der Tag ist vorbei, okay. 987 eingenommen. Gut, und jetzt gehen wir noch auf... lassen. Jetzt gehen wir noch in den Dungeon rein, würde ich sagen. Gucken wir uns noch einen Dungeon an. Und holen uns was. Möglich sein, noch ein bisschen Kohle zu scheffeln. Los geht's. Und müssen sich gut kämpfen können auch, ein bisschen. Ich muss mich ein bisschen mit dem Kampf ein bisschen mehr auseinandersetzen, sehe ich, merke ich gerade. Direkt so haut drauf ist bei denen auch nicht drin. So, Golem Dungeon. Okay, wir gehen mal in diese Richtung. Okay. Was, meine Sachen hier nicht? Oh, es hackt. Mist. Oh Mann. So. Wir können aufmachen. Da drin. Wir nehmen alles mit.
So, da sind wir gewesen. Jetzt nimm mal kurz was. Ganz hilflos dastehen. Oh. Egal. Aber man kann immer so ein paar Sachen hier kaufen, ne? Das ist cool. Ah, komm her. So. Gehen wir hier oben hoch. Viel mehr ist hier ja nicht. Man muss natürlich auch aufpassen, man, irgendwann kann man ja nicht mehr genug tragen, ne? Irgendwann, das wird ja auch nachher noch ein... Wird ja auch noch mal dumm sein. Ah, was ist das? Das mitnehmen. Hm. Da hinten der Boden, würde ich sagen, fällt runter, oder? Okay. Wir wissen. Noch ein hoch. Oh. 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 Noch schnell was? Einiges mitgenommen jetzt. Okay, wir gehen mal zurück hier. Gehen wir hier rein. Da sind wir gekommen, ne? Genau, jetzt können wir nochmal nach oben gehen oder nach unten gehen. Können wir hier wieder rausgehen? Nee. Ich muss also den Taler, den Talisman benutzen. Und da dein letztes Getränk hier. Okay, der sieht mir schon härter aus. Ah, nice. Aha, so geht's. Das war jetzt nicht so schwer, aber ich habe auch nicht mehr so viel Leben. Ich glaube, wir benutzen Talisman jetzt mal sicherheitshalber. Hm. Oder trauen wir uns noch was? Haben wir eh nichts mehr? Na, wir müssen, glaube ich, nach Hause. 18 von 20 von unseren Sachen sind auch gefüllt. Also ich glaube, viel mehr können wir da nicht machen. Ach guck mal, wir haben ordentlich was erlegt. Truhen gefunden. Perfekt. Spannendes Spiel irgendwie, auf seine Art. Bin gespannt, wie mich das noch weiter ermutigen kann, das Spiel. So, mehr rein. So, wir haben ordentlich was gekauft. Was genau das wert ist, wissen wir gar nicht. Müssen wir mal gucken. Und zwar, nein, lass mal liegen. Gucken wir noch mal ganz kurz in unseren Notizbuch rein. Also, reichhaltiges Gelee könnte man für 5 verkaufen. Noch so gefunden da. Das ist da richtig. Hä? Ist das, was man dafür bekommen könnte? Mit einem Schwert? Okay. Was bedeutet das immer? Okay, das ist jetzt erstmal das, was wir beim Händler haben, ne? Okay, lass uns mal gucken, was wir hier beim Golem. Guck mal, Goldruhen 250, Hartstahl 250, Stoff 250. Also für 250 hat er sich gefreut hier bei Hartstahl. Finde ich gut. Und noch hier Weißstein. Im Kern. Danke haben wir für 2 verkauft. Okay, hier muss man gucken, wo man den idealsten Preis immer findet. Okay, wir probieren was. Eisenbarren. Nehmen wir alle mal mit. 30 Stück verkauft. Können wir bestimmt auch für 40 verkaufen. Oh, ja, noch mehr. Und was haben wir noch da? Hier, Hartstall. Das lassen wir mal für den Preis drin, obwohl wir können es wahrscheinlich auch erhöhen. Mal 270 draus. Oh, schon wieder rausgegangen. Ich glaube, die Leute würden es trotzdem kaufen.
Ein kaputtes Schwert. Keine Ahnung, was man dafür bekommen kann. Erste Mal mit 10. Dann gehe ich mal raus. Glaslinsen, was ist das hier? Uraltes Gefäß. Die nehmen wir auch mal mit. Da haben wir ein bisschen mehr für. Wir testen einfach mal. So. War ein netter Stück. War ein netter Stück. Wollen wir versuchen? So, wir öffnen den Laden mal. Zack. Bin ja gespannt. Da was gekauft wird von. Wäre das schon mal zu teuer? Yes. Die Barren werden gekauft. Das ist gut. Das ist unverschämt da unten, sehe ich gerade. Okay, warte. Also, das ist unverschämt. Dann können wir das hier auf jeden Fall mal auf 20 setzen. Und das war unverschämt, sagt er. Das ist unverschämt, jetzt gehen wir mal gleich 200 runter. Lassen wir mal. Man muss die Preise herausfinden, ne? Ah, jetzt mal eine kleine kaputte Schwerter kaufen. Yes, okay, die waren zu günstig anscheinend. Die können wir nochmal höher setzen. Dann fahren wir noch irgendwas rein da. Was haben wir noch so? Und diese Goldruhen. Nochmal reintun. Und für 250. Ja, dann haben wir noch. Ermächtigender Kristall. Keine Ahnung, was das ist. Ist hier auch rein? Ah, mache ich auch mal hier. Will ich 300 für haben. Wir testen mal. Dadurch können wir jetzt nur lernen, ne? Okay, ist noch zu teuer. Warte mal, die Pilze machen wir gleich mal runter wieder. Pilze. Sehen aus wie Pilze, deswegen sage ich Pilze. Okay, die werden verkauft jetzt. Goldnublonen hätte ich wahrscheinlich teurer verkaufen können. Okay, da hinten. Die Eisenbahnen gehen auch ganz gut weg. Nicht schlecht. Und was sagen die Dinge jetzt? Yes, okay. Die haben ein guter Preis. Sehr gut. Perfekt. So, wir kriegen noch mal Dinger hier. Das verkaufen wir sie, die nagelfest ist. Ups. Oh, warte. Und Linsen, keine Ahnung, was wir dafür bekommen können. Testen wir mal. Die Linsen sind auch ein guter Preis. Das ist auch gut. Und? Perfekt. Wir werden alles los. Und von dem Geld können wir gleich auch nochmal was auf dem Marktplatz kaufen. Das machen wir gleich mal. Haben wir noch ein paar Sachen hier, die verticken wir jetzt auch noch. Drei Reste. Nein. Ah. So. Kann wieder rausfallen, ne? So, kauf den Scheiß noch hier, den Rest. Das war wieder zu günstig anscheinend. Aber guck mal, der Mond kommt langsam, ist gleich zu Ende hier. So. So, Tagesablauf. Gucken wir, was wir verdient haben. 2313. Lass dich doch sehen. Und so, wir verlassen den Laden mal.
Hier unten nochmal rangehen? Kann ich da schon noch was kaufen jetzt? Oder geht's noch nicht? Wollen wir in meinen Shop investieren? Was kann man denn so kaufen? Was denn? Gegenstände, die in dieser Verkaufskette verkauft werden, erhalten einen Rabatt in Höhe von 70%. Das will ich nicht. Diese praktische Kasse motiviert Kunden dazu, ein Trinkgeld in Höhe von 5% zu zahlen. Okay. So viel Geld haben wir noch nicht. Was ist das? Diese Ladenerweiterung erlaubt Händlern das Dekorieren. Okay, können wir noch nicht. Aber vielleicht können wir hier was investieren. Löst du mit reinabgekauften Dungeon an deine Grenzen die Tränke aus der Verzauberung? Machen wir das glatt. Da investieren wir. Okay. Ah, guck mal. Sehr cool. Da können wir ein paar gute Getränke kaufen. Das machen wir auch. Wir investieren auch hier in den Typen. Kriegst du eine Mütze, bröselt der Rost von deiner Waffe im Tausch gegen die richtigen Materialien, das lange findet. Perfekt. Haben wir auch. Ein Schmied ist immer gut. So bauen wir uns rundherum langsam die Stadt auf. Freue mich. So, sollen wir den Kleinen mal einen Besuch abstatten, den Leuten hier kurz? Testen wir mal. Wir haben ja noch ein bisschen Geld übrig. Vielleicht können wir ja sogar unsere Ausrüstung ein bisschen. Wir haben keine Materialien, aber dann können wir wahrscheinlich sehen, was wir brauchen. Hey, Kleiner! Du bist Will, oder? Der meine Schmiedekünste angeheuert hat, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ich bin Andrei, Schmied mit Leib und Seele, der Beste weit und breit. Brauchst du neue Waffen oder Rüstung? Sind deine Schilde verbeult? Dann schau einfach in der Vulkanschmiede vorbei. Okay, gucken wir mal. Was hat er denn da so? Schwerter und Schilde. Benötigt. Im Besitz. Benötigt. Okay, dafür brauchen wir ein paar Sachen. Dann müssen wir ein bisschen sammeln gehen. Oh, hier ein cooles Schwert. Haben wir noch nicht gefunden, die Sachen. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Wir gehen mal rüber zu ihr, was sie dann braucht für ihre Getränke. Guck mal hier. Ja, dann wollte ich eigentlich für euch die Tränke. Weiß ich. Murmel. Oh, ein Kunde. Tut mir leid, dieses Buch ist einfach so gut. Alles klar, komm wieder auf den Boden. Also, ich bin Iris und betreibe den hölzernen Hut. Ich bin eine Hexe, wenn es um Verzauberungstränke geht. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Es sei denn, ich lese gerade ein gutes Buch. Was willst du heute? Verzauberung. Kannst du mir das verzaubern? Ich habe aber leider nichts machen kannst. Okay. Oh, guck mal, da wird dir das schon mal höher gehen. Okay, wir haben leider nichts anderes. Aber wir können ein paar Tränke kaufen. Benötigt einen, Besitz haben wir vier. Ach, diesen Gelee-Dinger, macht sie das? Machen wir dann auch. Ich kann auf jeden Fall machen. Noch einen. Cool, dann haben wir wieder vier. Das ist natürlich sehr lässig, ne? Ziemlich gut. So. Gehen wir mal in den Laden rein. Und. Huch. Gucken wir uns ja nochmal. Ja, was ist da denn drin? Achso, ist die gleiche Kiste, okay. Okay, warte. Das ist natürlich cool, dann sind die gleich alle auf einmal. Hehe. Gut, dann legen wir uns mal ein bisschen schlafen. Ja, Leute, ich weiß nicht, was ihr von dem Spiel haltet. Ich find's verdammt lustig und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Schlafen legen war jetzt doof, jetzt haben wir gar keinen Dungeon gemacht. Aber naja, wir sehen uns bis dann. Tschüss.